du dir das trainingstechnisch nicht schon mal angetan? Ja, und es ist extrem ekelhaft. Willkommen bei den Gesprächen aus dem Horst. Ich bin der Klaus. Alex, grüß euch. Heutiges Thema IFAX bzw. Traumakits bzw. Erste Hilfe, jeder Form. Alles, was sich in diesem Themendunstkreis bewegt. Und wir bieten da einiges an. Die wenigsten wissen, wie sie es richtig zuordnen oder wie sie es richtig einsetzen vor allem. Und da machen wir heute mal ein kurzes Video dazu. Wir fangen so in der Prioritätenliste mal ganz oben an, bei den Traumakits. Und sowas sollte eigentlich, jetzt mal exemplarisch, auf jedem Rangebelt, in jeder Tasche, mit der ich zum Schießen gehe. Generell alles, was mit Schusswaffen zu tun hat, ist es natürlich, man sollte das, was er an Löchern macht, auch wieder verschließen können. Ist ja auch noch gar nicht so alt, ne? Weil ihr kennt, genau. die ein bisschen älter sind wie ich. Ihr kennt es vielleicht noch, früher hat man beim Militär 2 Verbandsbäckchen mitgehabt, irgendwo in der Hosentasche. Das war ungefähr das Maß der Dinge. So, und, ungefähr so groß, verpackt in so ein Poly-Vinyl, was auch immer. Man hat das nie angeschaut, nie aufgemacht. Und wenn man nicht den Basiskurs hatte in Form von Verarztung, wusste man eigentlich nicht wirklich, was man damit macht. War im Prinzip wirklich nur so eine winzig kleine Verbandkompresse. Da hat sich viel verändert. Hat sich einiges getan. Ist jetzt, ich sag mal, jeder einzelne Soldat weit fähiger und hat weit mehr Möglichkeiten aufgrund der neuen Ausrüstung. Zum Glück, ja. Und ja, also ich habe vorher von der Prioritätenliste gesprochen. Die erste Priorität, in der es oder um die es geht, ist eigentlich grundsätzlich schwere Blutungen stoppen. Und da geht es in jedem Kit in erster Linie. Wir haben hier einige Beispiele mit Tourniquets. Tourniquets sind, eben wie der Klaus gesagt hat, eine eigentlich recht neue Erfindung. Man kennt das noch immer aus den alten Filmen, da gibt es den Hosengurt, den Gummischlauch. Genau, ja. Das sind die Vorläufer dieser Idee und das ist jetzt perfektioniert mit den Tourniquets. Genau. Bitte hört es nicht auf Leute, die euch sagen wollen, ihr könnt das ganz gut mit einem Hosengürtel oder sonst irgendwas ersetzen. Nein. Also die gibt genug Studien, die zeigen, 80% oder 90% von improvisierten Tourniquets funktionieren nicht. Also das ist, weil einfach der Druck nicht aufgebaut werden kann, wie er sollte. Ja, vor allem abgesehen von dem Druck, den man aufbaut, geht es ja darum auch wieder, wie man das Ganze richtig löst, wie man es nachjustiert. Das heißt, einfach nur mal anreißen und zupressen, gut. Aber dann geht es auch darum, dass man das Ganze ein bisschen nachjustiert, dass es leicht nachblutet, damit man unter Umständen das Bein oder den Arm nicht verliert. Genau. Und in weiterer Folge dann auch wiederum das Lösen und wiederum zurückkehren zu doch einem Druckverband. Das heißt, die Möglichkeiten, die sich mit Tourniquet ergeben, die habe ich mit einem Hosengurt nicht. Den kann ich halt, vielleicht kriege ich ihn fest angezogen, aber das war's dann. Gehen wir kurz zum Anfangspunkt zurück. Also Tourniquets sind eigentlich primär dazu da, um Blutungen zu stillen. Das heißt, ich muss sehr schnell dazu kommen. Das heißt, ich sollte auch nie irgendwo tief vergraben in meinem Rucksack drin haben, weil dann bringen uns mal nichts. Das ganze Ding sollte so schnell wie möglich anwendbar sein. Wir haben hier jetzt nur als Beispiel von TT den offenen Tourniquet Holder, hier mit einer roten Lasche versehen. Gibt es noch zig andere, das ist wirklich nur exemplarisch hier. Und damit kann ich an jedem Ausrüstungsgegenstand, ich habe es jetzt zum Beispiel an meinem Rangebelt, kann ich es an jedem Ausrüstungsgegenstand gut in guter Zugriffsweite haben. Das heißt, könnte jetzt aber auch genauso ein Chest-Rig sein. Genau, vollkommen wurscht, das ist jetzt wirklich nur als Beispiel. Und das Ding sollte ich so schnell wie möglich haben. Das heißt, ich habe irgendwo schwere Blutung oder Kamerad hat eine schwere Blutung. Das heißt, ich reiße das auf, nehme das raus. So. Bei Tourniquets, wie gesagt, wir haben hier 3 Modelle eigentlich zum Herzeigen. Das ist das Cat Tourniquet, das kennen wahrscheinlich die meisten. Mit dem hat, kann man sagen, alles angefangen. Das ist die quasi der Urgroßvater von denen hier. Mittlerweile in der 7. oder 8. Generation, funktionsweise ist aber gleich, da haben sich nur die Materialien ein bisschen geändert. Wir stellen euch die jetzt ganz kurz einmal vor, nur die unterschiedlichen Funktionsweisen. Beim Cat Tourniquet ist es so, ich habe hier oben eine Winde, das heißt, ich hoffe, man sieht das einigermaßen gut. In dem Fall ist es aus Polycarbonat, gibt es auch aus Aluminium, haben dann die unterschiedlichen Generationen jeweils andere Materialien. Diese Winde dient dazu, vielleicht machen wir es mal kurz auf, wenn ich das auspacke, ist nämlich dieser Klett hier, das ist der Timestamp,
wo ich dann draufschreiben kann, wann es appliziert wurde, ist das über der Winde. Das heißt, ich zahle das Ding raus und muss erst mit meinen wahrscheinlich blutigen Händen, zitternd, was auch immer, diesen Klett lösen. Wird wahrscheinlich schwierig. Darum Klett immer zur Seite und diesen Bügel frei halten. Winde kommt raus und ist beweglich. So, jetzt habe ich das Ding aus meiner Tasche rausgezogen, der Klaus blutet, wendet man das an. Das heißt, ich reiße das Ding auf und habe hier mal eine große Öffnung. Die ist groß genug, um sie auch am Oberschenkel zum Beispiel anzubringen. Und die Daumenregel ist immer so ungefähr 10 bis 15 cm von der Wunde entfernt. Das heißt, wir nehmen an, er hat da den Schnitt. Das heißt, ich setze es über dem Gelenk an, habe hier meinen Zugpunkt, mache das jetzt mal zu. In Realität muss es natürlich viel schneller gehen. Das Ganze soll möglichst eng anliegen, das heißt schon beim Zuziehen möglichst viel Spannung aufbauen. Das heißt, ich habe hier ziemlich viel Restmaterial, aber das ist in dem Fall wurscht. Vielleicht kannst du es kurz so dran können. Jetzt habe ich hier, wir haben hier die schwere Blutung, das spritzt bis zum Gehtnimmer. Ich habe den Verband angelegt und jetzt kann ich mit der Winde zudrehen. Ich mache das jetzt nicht, weil sonst kriegt der Klaus durch Blutungsstörungen. Ja. Das drehe ich zu, mache zwei, vielleicht sogar drei Umdrehungen. Dann nehme ich dieses Ende, das lose, klicke das hier ein und gebe das drüber. Das heißt, das kann sich nicht mehr bewegen. Jetzt nehme ich, dann kann ich noch, idealerweise hat man bei dem iFAQ immer ein Edding oder sonst irgendwas dabei, kann ich hier noch die Uhrzeit draufschreiben, ist recht wichtig für die Hilfskräfte, wenn sie dann das Ding wieder abnehmen müssen. Dann lege ich den Rest drüber, damit da nichts verrutschen kann und das ist mal appliziert. Wenn die Blutung noch weitergeht, theoretisch, das geht dann schon wirklich in die Paramedic-Richtung, kann ich dann noch ein zweites applizieren, um das noch mehr zu komprimieren, um die Blutung weiter zu stillen, aber da wird es dann schon kritisch. Das ist mal die erste und wichtigste Anwendung, das heißt, ich habe eine schwere Blutung gestoppt. Die einen sagen, das Ding sollte nachjustierbar sein. In dem Fall beim CAT Tourniquet habe ich das kaum. Ich habe die Winde da jetzt drin. Das heißt, wenn ich das jetzt aufmache und wieder löse, löst sich der ganze Druck von der Arterie und das blutet erst wieder. Das ist halt immer ein bisschen das Problem, dass ich da immer mindestens diese halbe Drehung brauche. Genau. Während ich da mit dem etwas neueren System. Das Rapid Stop. Genau. Haben wir im Sortiment. Einzelne kleine Ratschenklicks machen kann. Genau. Und auch wieder retour. Das heißt, ich kann das sehr, sehr fein justieren, weil ich ja eigentlich will, dass die Wunde ein bisschen nachblutet, damit ich meinen Unterarm nicht so schnell verliere. Genau. Das kann ich da sehr, sehr dezent und fein machen. Das ist in dem Fall sein Ratschensystem. Und wie der Klaus sagt, das kann ich auch wieder lösen. Das heißt, ich hebe den unteren Hebel und ziehe das raus. Ist dann speziell für die Nachbearbeitung, sagen wir mal, für die Rettungskräfte von Interesse. Für mich in erster Linie als Benutzer oder als Patient, der das ganze Ding drauf bekommt, ist die erste Instanz oder das Allerwichtigste, Druck über der Wunde aufzubauen. Das heißt, mit diesem Ratschensystem kann ich das leicht lösen, kann es aber auch nachjustieren. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass das Ratschensystem, also warum ich das jetzt sehr mag, man kann es für sich selbst besser verwenden. Ne? Das richtig, heißt, wenn ich es nicht am anderen verwende, sondern für mich, ziehe ich da einfach an und ratsch los. Das heißt, das ist wesentlich einfacher bedienbar als jetzt das CAT, wo ich dann halt einfach auch noch da einhängen muss und dann auch noch drehen muss. Genau. Das geht bei anderen ganz gut, aber bei mir selbst finde ich das doch um einiges schwieriger als das. Das heißt, das ist verhältnismäßig deppensicher. Das ist soldatensicher. Soldatensicher, wollte ich jetzt sagen, ja. Und das, auf diesem Konzept basieren eben die beiden. Also das hier auch, das ist das X8T, das ist noch ein bisschen neuer. Das funktioniert mit einer, man sieht das einigermaßen gut, mit so einer Drehwinde. Das heißt, da brauche ich nicht einmal mehr herumratschen oder so, sondern ich drehe das einfach. Geht auch ganz leicht, wenn ich vielleicht das irgendwo da hinten habe und ich gescheit hinsehe. Drehen wird wahrscheinlich noch immer funktionieren und ich kann es auch lösen. Das Konzept bleibt aber überall dasselbe. Dieser Punkt hier übt Druck aus. Der Druck sollte eben immer, im Fall von einem Tourniquet, das ist kein Druckverband, ja. Druckverband ist wieder was anderes. Der Druck sollte immer 10 bis 15 cm über der Wunde liegen, bei einer schweren arteriellen Blutung. Einlesen, viele Videos anschauen und probieren. Also man kann da genau. Eigentlich mit all den Dingen, vor allem, wie gesagt, auch mit dem,
sehr gut an sich selbst probieren, dass man das schnell auf und zu macht. Genau. Das ist vor allem das Anlegen üben. Einfach zum Einhängen. Genau, ja. Das sollte wirklich dann im Muskelgedächtnis einigermaßen drin sein, dass ich das auch blind machen kann, wenn ich in der Nacht herumhantieren muss. Und die Dinger sind wirklich die höchste Instanz. Wenn wir dann eins drunter gehen in dieser Trauma-Hierarchie, nennen wir es so, was aber im zivilen Gebrauch eher schwierig zu bekommen ist, kann das kurz hierher zeigen, nur damit wir es abgedeckt haben, sind Wundverschließungsagenten. Ich weiß nicht einmal, wie man das auf Deutsch richtig sagt. Also bei der amerikanischen Armee gibt es zum Beispiel das hier, Quicklot. Das ist im Prinzip eine fette Bandage, das ist schwarz-weiß. Die Panda. Ja. Fette Bandage, die schon im Gewebe drin einen Blutgerinnungsagenten drin hat. Das heißt, wenn ich irgendwo eine schwere arterielle Blutung habe, dann kann ich die nicht einfach so verschließen. Das heißt, wenn ich einen normalen Druckverband, so wie man es beim Erste-Hilfe-Kurs lernt, oben drauf lege, die Blutung aber arteriell ist, sprich, die ist unter der Haut, die ist vielleicht eine Fingerbreit oder zwei Fingerbreit unter der Haut, hilft mir das nichts. Weil dann habe ich zwar oben den Druck drauf, aber unten blutet es weiter. Und müsst ihr euch das vorstellen, wie beim Gartenschlauch, ihr drückt es dann einfach oben drauf, ihr drückt es aber ins Gewebe hinein. Genau. Und dann blutet es halt auf die andere Seite weiter. Genau. Das reicht nicht. Und der Gedanke bei diesen Dingern ist, ich habe die irgendwo vorbereitet. Das schaut dann, gibt es auch in ziviler Version, dann sind es halt Verbandpäckchen. Schaut dann so aus, gibt es aufgerollt, gibt es so im Zickzack aufgelegt, so Ziehharmonikermäßig. Und der Gedanke dahinter ist, ich stopfe das in die Wunde hinein. Ist dann ein bisschen heftig und wird vermutlich auch ziemliche Schmerzen verursachen. Aber ich stopfe das in den Wundkanal hinein und drücke es auf die Arterie oder auf das blutende Gefäß drauf. Und bei diesem Quicklot und so weiter, das, wie gesagt, das ist bei uns extrem schwer zu bekommen und eigentlich auch ja, im zivilen Markt kaum erhältlich. Darum mich auf sowas konzentrieren. Und damit, das ist einfach extrem saugfähiges Gewebe. Das saugt direkt am Wundausgang oder am Wundpunkt das Blut auf. Das heißt, ich muss das wirklich reinstopfen und dadurch, wie gesagt, bei dem sind sogar Blutgerinnungsmittel drin, bei dem ist es einfach die Saugwirkung. Und dadurch kann ich langsam die Blutung stoppen. Wichtig ist nur, dass permanenter Druck ausgeübt wird. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich fülle den Arm vom Klaus jetzt mit Bandagen auf und kann dann weggehen, sondern der Druck sollte drauf sein, bis dann die Rettungskräfte oder wer auch immer kommen. Extrem wichtig. So, und vielleicht noch als kleinen Tipp, weil ich das schon ein paar Mal gelesen oder beziehungsweise auf YouTube gesehen habe, Leute, die meinen, sie können das Ganze auch mit Tampons verarzten, nein. Also eine arterielle Blutung ist, so wie der Klaus Gabe vorher schon gesagt hat, das ist wie ein Gartenschlauch. Ja, da ist viel Druck drauf und ein Tampon hat einfach nicht das Gewebe, oder genug Gewebe, um so viel Blut auf einmal aufnehmen zu können. Das heißt, ich brauche wirklich was mit viel, viel Oberfläche und mit dem ich auch wirklich Druck ausüben kann auf die Wunde. Weil wenn ich nur das Ding reinschiebe und das saugt sich innerhalb von 2 Sekunden mit Blut voll, habe ich nichts davon. Ja. Also das unbedingt beachten. Sowas, das kann ich mir in den Nasen schieben, wenn ich kurz Nasenbluten habe, aber alles andere ist an Wundversorgung eher ungeeignet. Also wirklich medizinische Ausrüstung verwenden. Kurzer Einwurf noch. Denkt daran, bei aller Theorie, die ihr irgendwo hört, macht Kurse, beschäftigt euch damit. Wie bei allen anderen Dingen ist das Training das Um und Auf damit. Ja? Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat, Kurse zu machen, dann unbedingt die. Hat man die nicht, dann zumindest mal das Zeug auspacken, sich genau das anschauen, weil ist man dann in einer Realsituation, hat Stress, es ist Blut, der Wahnsinn, ja, umgibt einen. Dann kennt man sich mit den Dingen nicht mehr aus. Das heißt, da ist ganz wichtig zu wissen, was nimmt man da in die Hand. Genau. Also Backeln aufmachen, reinschauen, ausprobieren, hantieren, ist wirklich ganz wichtig, aber natürlich vielen, Kurs noch besser. In der Hierarchie von der Traumaversorgung weitergehend, jetzt haben wir gerade die Wunde mit Druck, mit Verbandpäckchen bzw. mit Quicklot verschlossen und die weitere Stufe, wenn das dann kontrolliert ist, ein Druckverband. Gibt es viele verschiedene Varianten, gibt es wenn wir es hier liegen haben,
in Erste-Hilfe-Sortimenten natürlich auch drin, einen dezidierten Druckverband, das heißt, da habe ich eine kleine Wundauflage und ein langes Gewebeband, das ich dann auf die Wunde aufbringen kann, umwickeln und eben auf dieses Wundpad, das ist meistens ein steriler Wundfleck, auf dieses Wundpad Druck aufüben kann. Ist, bitte beachten, nicht das gleiche wie sowas. Ja, das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach, wenn ich eine oberflächliche Wunde habe, angenommen, ich habe mir, weiß nicht, schwer mit einem Messer geschnitten oder sonst irgendwas, aber das ist nicht arteriell. Das ist immer der Hauptunterschied, eine arterielle Blutung oder eine ganz... Gewebeblutung, sonst genau. Das heißt, wenn es nicht zu tief ist, kann ich auch mit einem Wundverband arbeiten. Und da gibt es, das werden viele kennen, zum Beispiel die Israeli Bandages. Das ist jetzt nur die militärische Variante davon. Das gibt es in jedem Erste-Hilfe-Kit, das ihr im Auto habt, genauso. Schaut nur ein bisschen anders aus, drum wiederum aufmachen und nachschauen. Und damit kann ich eben auf eine oberflächliche Wunde Druck ausüben, das herumwickeln und dann ist es auch abgearbeitet und sollte dennoch in einem Traumakit nicht fehlen. Was wir jetzt noch haben, kurz herzeigen, Handschuhe. Hygiene bei Blutungen ganz, ganz wichtig, aber die Haut an sich, wenn sie unverletzt ist, ist eigentlich schon eine ganz gute Barriere. Ihr greift täglich Sachen an, die mit Bakterien und Bazillen voll sind. Genauso ist es bei einer Wundversorgung auch. Aber natürlich, Erste Hilfe und Rettungskräfte haben nicht umsonst immer Handschuhe an. Das ist die erste Barriere. Also Handschuhe sollten nie fehlen. Und wenn ich sie schon im Paket dabei habe, dann sollten sie ganz oben sein. Das ist das Erste, was ich anlege. Auch wichtig, auch für mich weit oben angesiedelt, genau. Die banale Schere. Die kann man auch außen tragen, damit man noch schneller rankommt. Sollte man eigentlich, ja. Genau, weil da geht es darum, dass man vor allem mal auch zu Stellen dazukommt. Da ist das Gewand auf dem Weg und die Schere dient auch dazu, dass man das Gewand wegschneidet vom Körper, genau. Um schnell zu der Wunde zu kommen. Also auch so ein extrem wichtiges Tool, finde ich, was oft sehr underrated ist bei vielen. Ja. Und gibt es halt natürlich auch Unterschiede. Also das hier ist eine, sagen wir mal, ganz banale, ja. Günstige, die schaut aber eigentlich ganz vernünftig aus. Gibt es aber natürlich bis hinauf zu einem Leatherman Raptor oder so, wenn ich das beruflich mache und wenn ich das häufig verwende, zahlt es natürlich aus, wenn ich ein bisschen professionelleres Equipment habe, aber in der Not für einmal, zweimal aufschneiden, tut sowas auch. Das muss man sonst auch dazu sagen, es ist einfach immer wichtig, dass ihr wisst, was ihr damit machen könnt und so passt man auch das an, was man einstecken hat. Richtig. Es macht keinen Sinn, irgendwie das super Profi-Kit einstecken zu haben und dann mit der Hälfte eh nicht zu wissen, was man tut. Ja. Das heißt, Leute, die sich da auskennen, die passen sich ihre Sachen eh an, die haben natürlich auch noch mehr und oft speziellere Dinge mit, weil die wissen, genau. Was sie tun. Weiß ich das weniger, dann hat es auch keinen Sinn, mir irgendwie da die großartigsten Sachen da hineinzubasteln in mein Ding. Richtig. In der Realität ist halt einfach so, wenn ihr auf der Range seid, dann ist die Realität meistens so kleine Verletzungen, wo man einfach was zum Desinfizieren braucht, wo man Pflaster braucht. Erste-Hilfe-Kit. Das genau. Ganz anderes, Trauma-Kit, Erste-Hilfe-Kit. Genau, ja. Das ist, drum haben, meiner Meinung nach zumindest, in sowas Pflaster oder sonstiges nichts verloren. Genau. Das ist wirklich, wenn ich irgendwo ein Loch habe, aus dem es rausrinnt und rausspritzt, dann nehme ich das. Wenn ich irgendwo reingeschnitten habe oder sonst irgendwas, dann kann ich mal Pflaster nehmen. Den Unterschied beachten. Und weil du gerade gesagt hast, gutes Stichwort, mit Profi-Ausrüstung versus dem, was ich mir selber zutrauen kann. Viele werden jetzt sagen, okay, in dem Kit, damit es wirklich profimäßig ist, fehlt ein Wendeltubus, in dem Kit fehlt ein Chest-Seal. Richtig, aber um auf das zurückzukommen, wenn ich nicht weiß, wie ich einen Wendeltubus anwende, kann ich damit ziemlich viel zusammenhauen. Wendeltubus, für die, die das nicht wissen, ist einfach ein Schlauch, den ich zur Befreiung der Atemwege hineinschieben kann, so ca. 25 cm lang und damit kann ich 28... Hast du dir das trainingstechnisch nicht schon mal angetan? Ja, und es ist extrem ekelhaft. Also ich habe das zweimal mitmachen dürfen, einmal als Ausübender und einmal an einer empfangenden Stelle. Ja, ist nicht wirklich lernend. Und darum, wenn man nicht weiß, wie man es anwendet, bringt es nichts, wenn ich es drin habe. Gibt es natürlich auch wieder Leute, die sagen, ja, aber ich kann es ja in meinem Kit drin haben und wenn ich dann das Glück habe, dass irgendjemand kommt, der es anwenden kann, freut er sich drüber. Ja, eh. Wobei das Argument gar nicht so schlecht ist, weil es haben viele überlegen, ob sie sich auf ihren Range-Belt überhaupt sowas rauf tun, nach dem Motto, ich weiß eh nicht, was ich damit tue. Genau. Aber es gibt natürlich andere, die das unter Umständen wissen. Das heißt, ja. Wenn jeder ein bisschen was einstecken hat, dann ergibt sich daraus mehr Möglichkeit für
oft einen anderen, der halt mehr weiß darüber, auch gut, ja. Das heißt, einstecken haben, auch wenn ich jetzt nicht so supervisiert bin damit, macht trotzdem Sinn, ja. Natürlich ist es am besten, ihr wisst auch, was ihr damit tut und möglichst viel, aber auch wenn ihr das nicht wisst, dann nehmt das trotzdem mit, vielleicht weiß es doch für andere. Ne? Man kann sich dann eben auch noch individuell zusammenstellen für wo auch immer man hingeht, das heißt, soldatisch ist es eine Sache. Oder behördlich, geht aber auch darum, wenn man im Wald arbeitet und keine Ahnung, was mit der Kettensäge also, hantiert. Dass man das da sehen kann, obwohl es was Militärisches ist, aber hier unten ist ein Mountainbiker, ein Wanderer, irgendwer, der gerade mit einer Schrotflinte was da schießt und ein Quadfahrer. Und ja, also nur um zu zeigen, das ist jetzt kein rein militärisches Equipment, was wir hier zeigen, sondern... Ist das der mit der Schrotflinte und der Mountainbiker hat das na, irgendwie der was der miteinander zu tun? Ja. Ah ja, doch, ja, dachte ich mir. USA. Das hat jetzt keine rein militärische Anwendungsgebiete, sondern wie wir schon eingangs erwähnt haben, wenn ich irgendwo draußen bin, wo ich weiß, ich kriege jetzt nicht sofort per Anruf Rettung, sondern ich bin, weiß nicht, irgendwo mitten im Wald und säge Bäume um oder ich bin auf einer dreitägigen Wanderung mitten in den Bergen, wo ich weiß, da wird jetzt nicht sofort irgendein Rettungsdienst draufkommen, da lohnt sich schon sowas dabei zu haben, weil im Fall der Fälle kann ich mir damit selbst versorgen. Was danach kommt, ist wieder eine andere Geschichte, aber es schadet nie, sowas dabei zu haben und darum eben auch in einer möglichst kompakten Form. Weil so wie es immer ist, wenn das Ding zu voll ist oder zu groß ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht dabei habe, größer. Ja, ansonsten auch im Shop können wir jederzeit auf das eingehen. Das heißt, wenn ihr da hinkommt und diverse Dinge braucht, dann können wir euch noch irgendwo speziell was dazu erklären oder euch im Zweifel auch verweisen, von denen die es noch besser erklären. Auf die genauen Inhalte der unterschiedlichen Kits brauchen wir jetzt nicht eingehen, weil die habt ihr eigentlich eh immer hinten auf den Karten bzw. auf den Paketen drauf. Nur kurz zum Herzeigen von TT zum Beispiel, findet ihr ziemlich gut, gibt es unterschiedlich große, fertig zusammengestellte Erste-Hilfe-Sets. Das ist Erste-Hilfe, ja. Das hat nichts mit Trauma zu tun. Das ist Erste Hilfe, das heißt, da habe ich drin Mundkompressen, Handschuhe, da habe ich drin eine Rettungsdecke, Verbandpäckchen und so weiter. Also die sind gut zum Wandern und sonst irgendwas. Aber wenn ich weiß, es besteht die Gefahr, dass ich wirklich heftig Blut, Tourniquets und vorher anschauen, wie man die verwendet. Ja, ansonsten gibt es über all das noch wahrscheinlich 1000 speziellere Videos und Literatur und dergleichen. Wie gesagt, damit müsste man sich dann ausgiebig mehr beschäftigen als das, was wir jetzt tun können. Das sollte nur mal ein grober Überblick über die Sachen sein. Also die Essenz der Sache, Training, Training, Training. Schaut euch die Sachen genau an, die ihr verwenden wollt oder die ihr verwenden müsst und fasst euch wirklich genau damit. Genau. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, wie üblich, unten in die Kommentare und danke fürs Dabeisein. Grüß euch.